Als Basics beim Bondage dienen Handschellen dem besonders schnellen Fixieren einer Person. Wir zeigen euch die unterschiedlichen Modelle und was man mit ihnen alles anstellen kann. Eine Alternative zu Fesseln oder Seilen sind Handschellen, welche besonders schnell und einfach einsetzbar sind. Das macht sie insbesondere im Bereich Bondage zu einem sehr beliebten Begleiter. Meist werden sie um die Handgelenke befestigt und so lässt sich eine Person leicht gefügig machen. Manche sind etwas größer und passen damit auch um die Fußgelenke. So lassen sich dann alle Gliedmaßen fixieren. Das Spiel aus Macht und Hingabe lässt sich mit Handschellen hervorragend umsetzen. Die Hingabe wird dem devoten Paar durch angelegte Handschellen noch erleichtert. Das zu sehen und zu spüren kann wiederum die dominante Rolle extrem verstärken. So können beide Seiten einen Mehrwert erfahren, weil das Machtgefälle durch die Handschellen noch verstärkt wird. Im Spiel aus Macht und Hingabe können Handschellen zur Grundausstattung gezählt werden. Zusammen mit einer Augenbinde stellen sie die Basics dar, die einen leichteren Zugang zum Thema ermöglichen. Ihr klarer Vorteil ist die schnelle und einfache Handhabung, die sich durch das Einrasten auszeichnet. Problemlos lassen sich damit Gliedmaßen untereinander, aber auch zum Beispiel an einem Bett oder dem Tisch fixieren. Dieses sehr leichte Bedienen macht sie sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene zum idealen Begleiter. Modelle mit Plüschbesatz eignen sich beispielsweise für den spielerischen Einstieg ins Thema. Handschellen gibt es in den unterschiedlichsten Designs, Materialien und Farben. So ist für jeden Geschmack das Passende dabei, denn die Vorlieben sind ja bekanntlich verschieden. Solche schmuckvollen Modelle mit Strasssteinen sind vor allem für Liebhaber des dekorativen Bondage gut geeignet. Sie sehen aus wie harmlose Armreifen, verbergen dahinter aber einen ganz anderen Nutzen. Im Bereich des Bondage schätzen aber nicht nur Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene den Einsatz von Handschellen. Neben denen mit Plüschbesatz gibt es auch robustere Modelle, die sich durchaus für den härteren Einsatz eignen. Übrigens eignen sich Handschellen auch dazu, spezielle Rollen oder Looks zu vervollständigen. Vor allem dominante Rollen, zum Beispiel als Polizist, können dadurch viel leichter verkörpert werden. Ob dann im SM-Club oder bei der privaten Vorführung, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Genauso können Handschellen natürlich auch für Kostümpartys oder im Karneval verwendet werden. Auch die Kontaktaufnahme kann so zu einem sehr lustigen Ereignis werden, vorausgesetzt der andere versteht Spaß. Für solche Aktionen sollte natürlich auch der Schlüssel immer griffbereit sein. Beim Bondage geht es ja einerseits um den Spaß am Fesseln und andererseits um das Spiel mit der Macht. Damit dabei alle Beteiligten auf ihre Kosten kommen, helfen einige Spielregeln. Sicher, einvernehmlich und zurechnungsfähig sind Grundsätze, auf denen auch das Spiel mit Handschellen aufbauen sollte. Der gegenseitige Respekt steht dabei an erster Stelle, woraus sich auch andere Regeln ableiten lassen. Oft kann sich der Gefesselte später nicht mehr selbstständig aus der Fixierung befreien. Deshalb ist es wichtig, dass die Handschellen angenehm sitzen und die Blutzufuhr stets gewährleistet ist. Die meisten Modelle können, wenn sie verschlossen sind, nur mit den passenden Schlüsseln wieder geöffnet werden. Also sollten sie idealerweise stets griffbereit deponiert werden, damit die Handschellen bei Bedarf wieder geöffnet werden können. Hat man den Schlüssel aber doch mal verlegt, dann gibt es die große, die kleine und auch die geschickte Lösung. Wenn ihr die Handschellen schnell öffnen wollt, ohne sie zu beschädigen, dann braucht ihr nur einen kleinen Schraubenzieher oder ein Stück Draht wie eine Büroklammer, das kennt man ja aus Hollywood-Filmen. Mit dem kleinen Schraubenzieher einfach in die Öffnung und dann mit dem Uhrzeigersinn ein wenig hin und her bewegen, schon öffnet sich die Handschelle. Welches Werkzeug man im Endeffekt benutzt, bleibt einem selbst überlassen, aber hängt vor allem davon ab, was man gerade findet. Auch wenn man mit beiden Händen gefesselt ist, kann man sich selbst befreien. Dazu nimmt man das Werkzeug, was auch immer das denn sein mag, in die eine Hand und arbeitet damit an der Handschelle der anderen Hand. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen frickeliger, aber auch das geht. Wie in allen Notfällen ist es gut, nicht in Panik zu geraten. Zitternde Hände helfen ohnehin keinem, also eher Ruhe bewahren, mal durchatmen. Und das überträgt sich auch direkt auf den Gefesselten. Wenn es dann 2-3 Minuten länger dauert als jetzt hier im Labor, ist das ja auch kein Drama. Die Zeit muss man sich schon nehmen und nachher kann man drüber lachen. Einige Modelle lassen sich auch ohne Schlüssel über einen Sicherheitshebel öffnen. Dieser Mechanismus kann leicht bedient werden und im Notfall ziemlich nützlich sein. Beim Liebesspiel mit Handschellen ist der Gefesselte abhängig von seinem Partner. Deswegen sollte Vertrauen die Basis sein. Vorher, aber auch währenddessen zu kommunizieren, ist wichtig, damit aus der Lust kein Frust wird. Besonders lustvoll wird das Spiel mit Handschellen auch in Kombination mit Zubehör. Eine Augenbinde erleichtert die Hingabe und verstärkt unsere anderen Sinne, sodass alles noch stärker wahrgenommen wird. Mit Handschellen
Handschellen gefesselt, werden die Berührung eines Federkitzlers oder auch der Klaps eines Pedals zu einem ganz besonderen Erlebnis. Diejenigen, die Lustschmerz mögen, können nach Absprache natürlich auch weitergehen. Ein Tipp für diejenigen, die auf den Geschmack gekommen sind, aber unsicher sind, ob der Partner mitzieht. Handschellen können schön verpackt auch einfach als Überraschung verschenkt werden. Auf die Art lässt sich der Partner ganz charmant an das Thema heranführen. Und wer weiß, vielleicht probiert ihr die Handschellen ja am gleichen Tag noch gemeinsam aus. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt auch klickende Augenblicke und freuen uns, wenn ihr diesen Kanal jetzt kostenfrei abonniert.